Animus haut raus, dass die Freundschaft von Bushido und Gorex an Asche zerbrochen ist, erzählt von seinen eigenen Problemen mit Bushido und wie Basteltan Hengst und sein Bruder Gino Casino quasi aus Versehen für die spätere Versöhnung von Bushido und Animus sorgten. Zuletzt stichelt dann auch noch Flair gegen Bushido und es wird einfach wild. Durchatmen. Gestern Abend sind drei neue Folgen des Der Animus Podcast erschienen und hier geht's zunächst einmal um das Verhältnis von Bushido und dem Produzenten-Duo Gorex und Alex. Gorex hat ja sowieso im Deutschrap-Gossip eine wohl eher unfreiwillige Berühmtheit erlangt, weil beispielsweise der Angriff von Manuelsen auf Animus in seinem Studio stattfand oder auch, wie wir letztens von Animus erfahren konnten, Sinan G wohl mal nach den von Gorex produzierten Disses von Bushido in seinem Studio auftauchte. Und auch generell hatte Gorex gemeinsam mit seinem Partner Alex viel mit Bushido zu der Zeit rund um CCN4 zu tun. Das gute Verhältnis war wohl abseits der Arbeit auch von gemeinsamen World of Warcraft-Zocken geprägt, fand allerdings laut Animus sein Ende wegen Asche. Dass Gorex und Asche wohl ein Problem miteinander haben, konnten wir bereits erfahren, als Asche vor gut einem Jahr auf seinem Track Jahrhunderttalent Folgendes raushaute. Gorex nahm Beats von mir für CCN4, ohne mir einen Cent zu zahlen, doch wollte dann 20.000 Euro für die Sprechspuren haben. In diesem Rahmen konnten wir auch erfahren, dass Bushido und Gorex keinen Kontakt mehr haben, denn Bushido wurde auf diese Zeile von Asche in einem Livestream angesprochen und haute raus, dass er Asche verstehen könne und, wie gesagt, er keinen Kontakt mehr mit Gorex habe. Die genauen Hintergründe allerdings erfahren wir erst jetzt und zwar von Animus. Aber erstmal kurz Werbung. Überall hört man von steigenden Preisen, Inflation, Hilfspaketen, dies, das, jenes. Aber wisst ihr, was die Inflation wirklich ausgleicht? Wenn man mit dem Code RAP10 10% beim Einkauf bei Sec Plus spart. Scholz, so macht man das. Animus nämlich erzählte jetzt, dass Gorex und Alex bereits während der Zusammenarbeit mit Bushido ein Problem mit Asche gehabt hätten und dies auch immer offen kommuniziert hätten. Irgendwann sei dann Gorex aus der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe ausgetreten und als Animus ihn nach dem Grund dafür gefragt habe, habe Gorex ihm erzählt, dass Bushido hinter deren Rücken mit Asche Kontakt habe und mit diesem chillen würde. Das habe Gorex als illoyal empfunden, gerade mit dem Gedanken, dass man für Bushido ja Stress mit quasi ganz Deutschrap habe und so sei Gorex eben einfach enttäuscht gewesen. Animus wiederum habe daraufhin bei Bushido angerufen und gefragt, ob das denn stimme, worauf von ihm Bushido damals gesagt haben soll. Nein, ich weiß nicht, wie Gorex darauf kommt, warum hat er mich nicht angesprochen, warum entfernt er mich einfach oder, weißt du, geht aus der Gruppe raus und voll kindisch und dies und das. Animus sei daraufhin wieder zu Gorex und habe gefragt, warum er das denn nicht mit Bushido quasi einfach ausdiskutiert habe, wenn ihm doch diese Freundschaft so viel bedeuten würde. Gorex habe gesagt, er wisse, dass Bushido mit Asche chille und das Ding sei für ihn erledigt. Damit sei dann die Freundschaft zwischen Bushido und Gorex eben vorbei gewesen. Für Animus aber lief diese Geschichte noch weiter. Denn irgendwann, ein paar Wochen später, sei Bushido dann das erste Mal in Dubai gewesen und habe Animus gefragt, ob dieser nicht auch vorbeikommen wolle, bisschen chillen und an Sonny Black 2 arbeiten. Animus habe noch Ramadan abwarten wollen und dann nachkommen wollen, gemeinsam mit Orkan Che, dem Videoproduzenten. Wenige Tage vor Abflug dann habe Orkan Che bei Animus angerufen mit FaceTime und da sei dann Asche neben Orkan Che gewesen. Asche habe dann gesagt, er komme auch mit nach Dubai. Dachte ich mir so, okay, krass. Auf der einen Seite sagt mir Bushido, ich habe nichts mit Asche zu tun. Auf der anderen Seite kriege ich einen FaceTime-Anruf von Orkan, der sagt, ey, wir fliegen morgen auch mit nach Dubai. Das habe Animus bereits nicht so cool gefunden, sei aber in diese Geschichte ja auch nicht persönlich so involviert gewesen und habe sich gedacht, er könne die Situation vielleicht vor Ort irgendwie klären als neutrale Person, neutraler Dritter. In Dubai angekommen, habe Asche dann irgendwann mal Animus auf die Gorex-Geschichte angesprochen und Animus habe ihm dann hierbei gesagt, ich will einen Anruf, also ich werde Gorex anrufen, ich möchte, dass du mit ihm telefonierst, dass ihr euch aussprecht, im Idealfall entschuldigt und das Thema ist vom Tisch. Asche sei hierzu bereit gewesen, allerdings Gorex habe sich geweigert und so sei das Thema dann auch endgültig zugewiesen. Kein Kontakt mehr zwischen Bushido und Gorex wegen Asche. Ebenso wie einige Monate später dann auch zwischen Bushido und Animus. Denn Animus erzählt, während der dann folgenden Produktionsphase von Sonny Black 2 sei Bushido zu 100% auf Animus angewiesen gewesen, da Bushido zu dieser Zeit ordentliche familiäre Probleme gehabt habe und mit seiner Psyche zu kämpfen hatte. Als das Album dann aber fertig war, habe sich die Laune von Bushido gegenüber Animus geändert. Da habe es dann ein, zweimal Situationen gegeben, wo Bushido so ein auf nerv mich nicht auf Animus reagiert habe. Das habe Animus bereits
gestört, es habe ein bisschen gekriselt, aber auch nichts Krasses. Dann habe Bushido irgendwann aber auch nach Dubai auswandern wollen und habe Animus, welcher schon in Dubai war, um Hilfe gebeten. So Kontakte herstellen, dies, das, jenes. Bei einer dieser Hilfen habe es dann etwas länger gedauert, bis eine Antwort gekommen sei. Und auch Animus habe eine Zeit lang Bushido nicht geantwortet, weil er das Gefühl gehabt habe, Bushido habe sich daran gewöhnt, dass Animus die Launen von Bushido toleriere, weil es diesem schlecht gehe. Daraufhin habe Bushido dann Animus irgendwann eine böse Nachricht geschrieben, die lautete ungefähr so. Ey, das ist eine Frechheit und so respektlos wie du und dein Kumpel mich behandelt, hat mich noch niemand behandelt und bla bla und ich werde so und so und so. Animus habe geantwortet, Bushido solle sich beruhigen und das doch jetzt nicht nach 2 Jahren Freundschaft direkt auf so eine Ebene bringen. Daraufhin habe Bushido geantwortet. Du warst nie wirklich mein Freund, du hast immer nur Rechnungen geschrieben. Nach allem, was Animus in der Vergangenheit für Bushido getan habe, in dessen schwerer Phase, sei dieser Satz der Grund dafür gewesen, dass sie daraufhin über ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr miteinander gehabt hätten. Und dass es dort zwischen Animus und Bushido irgendwie kriselt, das kam dann auch langsam bei anderen Akteuren in der Deutschrap-Szene an. Beispielsweise, weil Animus öffentlich die Uhr verkaufen wollte, welche er wohl von Bushido bekommen hatte. Zahlreiche Spekulationen innerhalb der Deutschrap-Szene entbrannten und vor gut 7 Monaten platzte in diese Spekulation irgendwann einfach Gino Casino, der Bruder von Bassultan Hengst, rein und haute in einem Stream mit Flair das hier raus. Ich sag euch nur, er hat sich gemeldet, da soll auf jeden Fall Geld nicht geflossen sein, was Animus zusteht und dann kommt auf jeden Fall eine musikalische Antwort. Animus dementierte dies damals direkt so halbwegs und kam jetzt im Podcast wieder darauf zu sprechen. So sagt er, Bassultan Hengst und Gino Casino hätten das damals einfach erfunden und bezeichnet beide als richtig hinterfotzige kleine Hunde. Weiter sagt er, nur weil diese Trottel diese Gerüchte in die Welt gesetzt hätten, habe sich Animus dann mal wieder bei Bushido gemeldet, um klarzustellen, dass es eben nicht stimmen würde. Daraufhin hätten die beiden sich dann auch mal wieder auf einen Kaffee getroffen und Bushido habe sich entschuldigt. Seitdem seien die beiden dann auch wieder cool miteinander. Das Gerücht also sorgte für die Versöhnung von Bushido und Animus. Ob die beiden jetzt regelmäßig miteinander in Dubai chillen oder nicht, weiß ich aber auch nicht, keine Ahnung. Apropos Dubai. Flair war oder ist noch derzeit ebenfalls in Dubai und machte hier dann gestern eine Anspielung auf eben wahrscheinlich Bushido und Animus. Denn er haute auf Twitter raus, an alle Rapper, bin noch bis morgen hier. Außerdem postete Flair ein Video von einem Musikvideodreh in Dubai und jemand kommentierte, alle machen Bushido nach, wie traurig. Worauf Flair dann antwortete, sich in Dubai nicht raustrauen, macht keiner hier nach. Lachsmilies. Den Screenshot hiervon teilte Flair dann auch noch auf Instagram und Twitter. Und das war die neueste Folge Deutschrap News, frisch aus Dubai. Hau da rein. Hier war Hisham. Ey, wow, wow, wow.